Hallo zusammen zu einem Unboxing, Produktvorstellungs, Mischvideos, Engagement. Denn dieses Bild wurde mir freundlicherweise von Nicole zur Verfügung gestellt. Und oh mein Gott, ich freue mich einfach nur. Ich packe das mal aus. Das kam heraus. Den Karton kennt ihr ja schon, den habe ich ja schon ein paar Mal gezeigt. Eine deutsche Anleitung im Schnell drauf. Logo von Diamond Painting Deutschland. Mal wieder Besuch hier. Ja, so, das Motiv. Das Motiv ist diese unfassbar schöne Palme. So, wir haben hier die Leinwand. Ein Packen Farben, zwei Packen Farben und Toolkit. Das zeige ich dann nochmal genauer. Das Wichtigste ist aber das hier. Womit fange ich an? Mit der Leinwand. So, wir haben ein wunderschönes Palmenbild und ich weiß nicht, ob es an Weihnachten liegt oder ob ich irgendwie einen Knick in der Optik habe. Es sieht nur so aus, als würde der Kleber glitzern. Keine Ahnung. Sie ist im Groben beschwert, die Ecken von der Leinwand. Und das hier ist dieses schöne Bild. Ich hoffe, ihr seht die Wellen und die Steine so gut wie es geht. So, dann zeige ich euch nochmal den Druck. Also das Bild ist 65x90, hat 50 Farben und der Druck auf den ersten Blick top. Hier ist ein Palmwedel. Das hier ist der Stamm der Palme. Auch hier wirken die Symbole gut gewählt und recht klar gedruckt. Das ist Horizont, wo das Wasser den Himmel berührt. Und hier haben wir die Sonne und der Druck hier ist 1A. Tipptopp, super klar. Also wie ihr seht, die Leinwand, die sieht richtig, richtig gut aus. Und Poured Glue, ja, durchsichtige Folie. Und so wie es aussieht, glitzert die Leinwand. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber es sieht schön aus. So, da haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz hier. Das Toolkit. Eine Pinzette. Größeres Wachsblättchen, ein 9er Aufsatz und eine kleine Kundenschale. Das ist ausreichend. Und jetzt die Farben. So, wir haben wunderschöne Blau- und Orangetöne. Das Knistern kann ich nur schwer verhindern. Daher seht es mir nach, wenn es jetzt ab und zu ein bisschen kraschelt. Und die andere wunderschön. Hier nochmal ein kleines Bild und es ist einfach wunderschön. Dann haben wir hier die Legende nochmal. Nochmal drehen. So, dann mal den anderen Teil. So, das hilft ja schon mal mit dem Zettel, denn das Bild ist wie gesagt
65 mal 90 cm, das ist schon recht groß und ich arbeite sehr gerne mit den Zetteln. Ich schreibe mir dann hier an der Seite die Nummern drauf. Das waren, ich glaube, 50 Farben, ne? Also der Zettel wird mir dann schon gut helfen beim Kleben. Wie gesagt, schreibe ich dann drauf von 1 bis 50 und sortiere dann höchstwahrscheinlich nicht um. Höchstwahrscheinlich. Mal gucken, dann sind ja schon abgefüllt die Farben. Das war es eigentlich soweit. Wie gesagt, die Farben. Ich vertraue jetzt einfach mal ganz blind darauf, dass es passt. Falls nicht, falls was fehlen sollte, dann gebe ich Nicole einfach Bescheid. Aber ich vertraue darauf. Bis jetzt hat noch nie was gefehlt. Und jo. Hab halt nur gefühlt 74 Quadrillionen andere Bilder, bevor ich das hier machen kann. Aber ihr kennt das ja mit diesen Bildern. Nun gut, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.